Ja, hallo und moin moin aus Hamburg. Ich bin Faisal Hamdou. Ich werde mich auch gleich noch also ausführlicher vorstellen. Aber ich würde zu Beginn erstmal erzählen, warum es dazu gekommen ist, dieses Interview so digital zu führen. Ich hatte die Einladung Anfang des Jahres aus Luxemburg bekommen und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich zum ersten Mal mein Buch bzw. über meine Geschichte außerhalb Deutschlands, außerhalb meiner zweiten Heimat Deutschland vorstellen und erzählen darf. Leider aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der Covid-Situation, mussten alle Lesungen, das waren mehrere Lesungen in der Oktoberwoche vom 25. 10. bis zum 1.11.2020, mussten alle Lesungen abgesagt werden aufgrund der aktuellen Situation. Und aus diesem Grund haben die Veranstalter mich gefragt, beziehungsweise mir das angeboten, dass wir das Interview digital durchführen. Und ich habe natürlich und sehr gerne auch zugesagt und dieses Angebot angenommen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin Faisal Hamdo, ich komme aus Aleppo. Aleppo ist ja bekannt jetzt weltweit. Leider sage ich bekannt, weil, beziehungsweise nur aufgrund dieses schrecklichen Krieges, der 2012, Juli 2012 in Aleppo ausbrach und 2011, also ein Jahr davor, in Syrien, in Homs und in anderen Städten stattgefunden hat oder begonnen hat. Ich bin in dieser Stadt Aleppo geboren worden, in einer großen Familie, aber auch für syrischen Verhältnisse eher eine großen Familie. Und ich habe 9 Geschwister, wir sind 10 Kinder von meinen Eltern. Diese Familie, beziehungsweise ich bin auch in einer, auch für syrische Verhältnisse, armen Familie geboren worden. Meine Eltern, die beiden, die großartigen Menschen, die ich auch an dieser Stelle unbedingt mich bei Ihnen bedanken möchte, weil ich Ihnen wirklich alles, was ich in meinem Leben geschafft habe, Ihnen zu verdanken habe. Sie haben uns Kindern ermöglicht, in die Schule zu gehen, trotz alle Schwierigkeiten, trotz aller Umständen, trotz der Armut. Und dann konnte ich in Aleppo die Schule besuchen und dann auch nicht nur die Schule, sondern konnte ich mein Studium an der Universität Aleppo zum Physiotherapeuten absolvieren. Und dann nach meinem Studium habe ich mich sozusagen spezialisiert auf für Kinder. Also, dann war ich Kinderphysiotherapeut und ich habe mit Kindern gearbeitet, bis der Krieg kam. Der Krieg, wie ich vorhin erwähnt habe, kam 2012 nach Aleppo. Und als der Krieg kam, habe ich dann mich in provisorischen Krankenhäusern engagiert, beziehungsweise freiwillig gearbeitet, um den Verletzten zu helfen, weil genauso wie viele andere Syrerinnen und Syrer daran geglaubt habe und gedacht habe, naiverweise, dass es vielleicht ein paar Jahre, ein paar Monate dauern wird und bis wir dann unsere Demokratie, unsere Freiheit haben. Davor natürlich auch vor dem Ausbruch des Krieges in Aleppo habe ich an etlichen friedlichen Demonstrationen teilgenommen im Rahmen des arabischen Frühlings, im Rahmen der syrischen Revolution. Nach circa 2-jährigen Aufenthalt in den provisorischen Krankenhäusern und im Übrigen provisorischer Krankenhäuser meine ich, wenn ich hier die Krankenhäuser in Deutschland erlebe und dann das ist wirklich keine. Man kann sich auch nicht vorstellen, was das bedeutet, provisorisches Krankenhaus. Insbesondere die junge Generation, wenn ich Ihnen das erzähle, dann glauben Sie mir manchmal nicht. Weil wenn man in Aleppo gewesen ist und in diesen Krankenhäusern gewesen ist und die Verletzten so auf dem Boden gesehen hat, Kinder, ältere Menschen, Frauen, die meisten entweder Leichen oder auch Menschenkörper ohne Köpfe, ohne Arme, ohne Beine. Das meine ich, provisorische Krankenhäuser. Und jedes Krankenhaus, in dem ich auch freiwillig gearbeitet habe, ist leider bombardiert worden von dem Assad-Regime. Und aus diesem Grunde
Und aufgrund akuter Gefährdung musste ich dann meine Heimat, musste ich meine Eltern, musste ich meine Aleppo, musste ich auch meine Freunde, mit denen ich demonstriert habe, musste ich Syrien verlassen. Und dann bin ich in die Türkei geflüchtet. Und dann schickte mich das Schicksal nach Deutschland. Und das war im Jahre 2014, genauer gesagt am 1. Juni 2014 bin ich in Deutschland angekommen und seitdem lebe ich in Deutschland. Als ich in Deutschland ankam, hatte ich das Bedürfnis, das Erlebte in Aleppo aufzuschreiben. Mit dem Erlebte in Aleppo wissen die meisten, was ich meine. Vorhin habe ich ja erwähnt, in den provisorischen Krankenhäusern. Und da hatte ich das Gefühl, ich muss das aufschreiben. Diese Geschichten müssen geschrieben werden. Obwohl auch in dieser Zeit 2014 viel in den Medien auch über Syrien berichtet wurde, über die Bombardierung, über das Verbrechen auch des Regimes und auch natürlich IS, vom IS. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichten aufzuschreiben und nach und durch den Kontakt mit den Einheimischen, mit den deutschen Freunden, durch meine Erlebnisse hier in Deutschland, hatte ich das Gefühl und das Ziel, dass ich auch meine Erlebnisse hier in Deutschland aufschreibe und mit denen in Syrien vergleiche. Und zwar mit dem Ziel natürlich, das gegenseitige Verständnis zu stärken und zu fördern, weil ich das Gefühl hatte, im Rahmen dieser Gespräche, im Rahmen dieser Unterhaltung mit den deutschen Freunden, hatte ich das Gefühl, dass einige Deutsche irgendwie mir versucht haben oder versucht haben, mir zu erklären, wie ich mein Leben zu führen habe. Insbesondere nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich, da war mein Ziel, dass ich, das war ein Versuch für eine kurze Aufklärung, eine kleine Aufklärung meinerseits und auch vielleicht auch für mich selbst. Ich wollte ja viel recherchieren über Deutschland, ich wollte viel wissen über Deutschland und das sind circa auch nach 3 Jahren waren mal zum Beispiel meine Gedanken so. Und das wäre jetzt eine Stelle, die ich euch gerne aus dem Buch vorlesen möchte. Es sind noch nicht einmal 3 Jahre, dass ich hier leben darf. Wie ich zu diesem Privileg gekommen bin, möchte ich in diesem Buch erzählen. Aber auch von den Verpflichtungen und Fragen, die ein solches Glück mit sich bringt. Ich möchte meinen Lesern die Denkweise und die Erfahrungen eines jungen syrischen Einwanderers näherbringen. Ich hoffe, dass das Buch ein paar Fragen beantworten kann, die viele Deutsche an uns Geflüchtete haben, wie zum Beispiel: Kann man arabischer Muslim sein und trotzdem weltoffen, gebildet und tolerant? Ist es möglich, in ärmlich-patriarchalen Strukturen aufgewachsen zu sein und trotzdem die Werte der Demokratie zu respektieren und zu leben? Kann jemand aus einem Land mit Sommertemperaturen von bis zu 45 Grad wirklich fleißig und leistungsorientiert sein? Muss jemand, der aus einem Kriegsgebiet flieht und Traumatisches erlebt hat, unbedingt eine tickende Zeitbombe sein? Und mich hat interessiert, warum so viele von uns Geflüchteten nach Deutschland wollen. Was finden wir hier außer Wohlstand und Arbeit? Und wie können wir Einwanderer dieses Land aktiv mitgestalten? Denn es hilft weder unseren Gastgebern noch uns selbst, sich in Vorurteilen einzumauern. Ich habe in den letzten 3 Jahren viele unvergessliche Erfahrungen gemacht und zahllose Gespräche geführt mit deutschen Bekannten und Helfern, mit Arbeitskollegen und Patienten. Wir haben voneinander profitiert. Sie konnten mir meine Fragen in Bezug auf Deutschland und den Westen beantworten. Und ich konnte ihnen meine Sicht auf die syrische Tragödie schildern. Dank dieses Austausches gelingt es mir,
heute Deutschland, heute besser Deutschland zu verstehen. Nicht viele meiner syrischen Landsleute haben diesen privilegierten Zugang zur deutschen Gesellschaft. Deswegen verstehe ich mich auch als Mittler zwischen den Welten. Ich bin in der glücklichen Position, anderen helfen zu dürfen. Als ehrenamtlicher Begleiter versuche ich, Neuankömmlingen aus Syrien und dem arabischen Raum zu erklären, wie das Leben hier funktioniert. Durch sie erlebe ich meinen eigenen Kulturschock des Anfangs wieder. Zusammen mit ihnen lache ich über die Tücken der deutschen Sprache und schmunzele über manche Eigenheiten der Einheimischen. Auch davon handelt dieses Buch. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Mit diesen Fragen beginnt eine der bekanntesten Kindersendungen im Nachkriegsdeutschland, wie ich in einem Integrationskurs gelernt habe. Ich mag besonders die folgende Zeile. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich darf vielleicht erstmal über den Anfang, wie ich mich mit diesem Thema auch beschäftigt habe, erzählen. Und zwar, als ich ja in Deutschland ankam, hatte ich ja ein Ziel vor meinen Augen, und zwar, dass ich meinen erlernten Beruf ausübe, meine ich mit dem erlernten Beruf, also Physiotherapie. Und das war mein Ziel. Und dann musste ich ja die Sprache lernen, dann musste ich an eine Maßnahme für die berufliche Anerkennung teilnehmen, das habe ich auch schon gemacht. Und dann, als ich dann angefangen habe, in meinem erlernten Beruf zu arbeiten und sozusagen mein eigenes Geld, also sicheres Einkommen monatlich auch habe, hatte ich das Gefühl, dass ich was hier aktiv mitgestalte in Deutschland. Und zwar, dass ich, wie gesagt, als ich dann deutsche Patienten alleine behandeln durfte, ohne Aufsicht, weil im Rahmen dieser Maßnahme für die berufliche Anerkennung durfte ich ja Patienten aber nur unter Aufsicht behandeln. Und als ich diese Selbstständigkeit, ne, also meine Selbstständigkeit, meinen eigenen Beruf auch ausüben zu dürfen, und was auch Steuer zu zahlen zum Beispiel und so weiter und so fort. Das war das Gefühl für mich, okay, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ich bin einer, der was Gutes für dieses Land auch tut. Und ich bin einer, der das Land auch aktiv mitgestaltet. Und ich glaube und ich bin auch mir ganz sicher, dass es nur uns gelingt, also dieses Land Geflüchteten, uns gelingt, dieses Land aktiv mitgestalten, nur wenn wir uns in den Arbeitsmarkt hier integrieren. Natürlich, man kann auch darüber diskutieren, welche Schwierigkeiten da sind auf dem Wege der Integration in den Arbeitsmarkt. Aber wie gesagt, mein Tipp für, wenn ich das auch geben darf, diesen Tipp, mein Tipp für alle Geflüchteten, dass sie da erstens das Ziel haben sollen, erstens, wie gesagt, die Sprache, weil die Sprache ja der Schlüssel zu allem. Das heißt, die Geflüchteten, die in Frankreich sich befinden, erstmal die französische Sprache lernen, beherrschen. Die in Deutschland sind, die deutsche Sprache. Und wie gesagt, die Sprache ist der Schlüssel zu allem. Und es gibt ein schönes auch Wort im Arabischen, Geduld ist der Schlüssel zur Freude. Und ich sage hier zum Beispiel in Deutschland, die deutsche Sprache ist der Schlüssel zur Freude in Deutschland für die Geflüchteten. Weil, wie gesagt, sie ist der Schlüssel zu allem. Und wenn man hier die Sprache gelernt hat und das Ziel hat, auch hier zu arbeiten oder hier irgendwas zu studieren und danach sich in den Arbeitsmarkt auch integrieren, dann wird das man erreichen, weil wir halt in einem Land leben, in der Europäischen Union leben, wo man die Möglichkeit hat. Natürlich gibt es, wie gesagt, viele Fragen, weil einige sagen, okay, sie sollen sich erstmal hier integrieren, meine ich gesellschaftlich. Natürlich ist das eine wichtige Sache, aber wie gesagt, der Schlüssel zur Integration zu allem ist die Sprache.
der Schlüssel zur Integration ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Und der Integration ist in den Arbeitsmarkt ist der Schlüssel zu einem wirklich erfolgreichen Leben aus meiner Sicht hier in Deutschland oder in Europa, in Luxemburg oder in Frankreich oder egal wo. Und wie ich dann zu Hause lebe, wie ich dann zu Hause mein Leben führe, niemand wird mich dann fragen, ob ich jetzt fünfmal am Tag beten muss oder soll oder mache oder bete. Das würde und das darf auch niemanden interessieren. Natürlich meine ich mit interessieren, das darf niemand darf mir das auch verbieten. Einige verstehen das leider falsch, wie ich das mitbekommen habe von geflüchteten Syrern zum Beispiel, von Freunden. Sie sagen, okay, wenn ich dann mich hier integrieren lassen werde möchte, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass vieles in Frage gestellt wird, wie zum Beispiel, ob ich beten darf. Nein, das wird dir niemals verbieten. Wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Und ich glaube, da bedarf es auch einer Aufklärung für die Geflüchteten. Ja. Ich lebe ja in einer Welt, in der Demokratie, Frieden herrscht, ein schönes Leben, meine ich jetzt in Deutschland. Und ich lebe in einer Welt, in der immer noch Krieg herrscht, in der noch Grausamkeit gibt, in der und das ist die Welt Syriens, die natürlich ein Teil von mir ist. Und mein Leben in Deutschland ist auch ein Teil von mir. Und natürlich, als ich ankam, wie gesagt, habe ich nur das Leben aus meiner ersten oder aus der ersten Welt, aus meiner ersten Heimat mitgebracht. Und natürlich hatte ich auch irgendeine Vorstellung, wie das Leben hier funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich mit dieser Frage nicht so viel beschäftigt, weil ich, als ich in Deutschland ankam, hatte ich endlich die Luft der Freiheit atmen können. Hatte ich endlich das Gefühl gehabt, keine Angst mehr zu haben, wenn ich Flugzeuge im Himmel gesehen habe. Und dann musste ich ja natürlich, oder wie gesagt, hatte ich ja das Ziel, dass ich mich hier, mich in den Arbeitsmarkt integriere, beziehungsweise, dass ich meinen erlernten Beruf ausübe. Und dadurch hatte ich ja viel Kontakt mit deutschen Freunden. Und dadurch auch hatte ich ja auch im Privaten, hatte ich Kontakt mit vielen deutschen Freunden und mit Arbeitskollegen jetzt, auf der Arbeit zum Beispiel. Und da hatte ich auch mich selbst erlebt, wie ich auch auf Kulturschock sozusagen reagiert habe. Und das Thema natürlich, was mich immer noch nachdenklich macht, ist das Thema natürlich das Altenheim. Ich will nicht das nennen Umgang mit den älteren, betagten Menschen, sondern ich will das Thema nennen vielleicht das System, das Gesundheitssystem vielleicht oder beziehungsweise das System der Seniorenheime hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in den anderen europäischen Ländern ist. Ich bin ja auch kein Experte, aber ich nehme an, vielleicht wäre das auch fast ähnlich wie in Deutschland. Aber als ich hier ankam in Deutschland und dann in einem Altenheim gearbeitet habe, das war, bevor ich meinen erlernten Beruf ausüben durfte, wollte ich ja Geld verdienen. Deswegen habe ich ja in einem Altenheim als Pflegeaushelfer gearbeitet und dann durfte ich auch die betagten Menschen unterstützen, entweder bei der Grundpflege oder beim Essen, beim Trinken, beim Spazierengehen. Und das war für mich um ehrlich zu sein Kulturschock, weil ich als Physiotherapeut, als jemand, der Physiotherapie in Syrien, in Aleppo studiert hatte, wusste ich nur fast von circa 4-5 Seniorenheimen in Aleppo, in einer Stadt, die vor dem Krieg, rede ich jetzt, über 4-5 Millionen beherbergte. Und als ich hier in einem Altenheim gearbeitet habe, habe ich mich natürlich gefragt, was machen die Menschen hier, die betagten Menschen? Das ist aus meiner heutigen Sicht, das ist sehr naiv, diese Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe einen Arbeitskollegen gefragt, was machen die Menschen hier? Sind sie hier nur übers Wochenende, nur ein bisschen Freizeit hier zu haben? Dann hat er, nee, die meisten bleiben hier, müssen hier bleiben, auch wollen hier bleiben. Und viele freuen sich natürlich, hier zu sein, andere nicht. Und einige müssen hier bleiben, bis sie mit einem neuen Leben anfangen würden. Ironischerweise hat er das so gesagt. Und das war für mich um ehrlich zu sein auch Kulturschock. Natürlich muss man das auch sagen, was für mich auch sehr neu war, dass Kinder zum Beispiel, deren Eltern sehr selten besucht haben, ich mag es immer, wenn ich konkrete Beispiele nenne.
Und wie gesagt, also Geschichten sind ja in meinem Buch und deswegen werde ich gerne auch eine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Eines Tages bekam ich einen Minijob vermittelt von einem Physiotherapeuten, in dessen Praxis ich ein Praktikum gemacht habe. Und zwar als war ein Minijob, dass ich betagte Menschen begleite, entweder beim Spazierengehen oder beim Einkaufen gehen. Und ich war eines Tages bei einer Dame, die leider nicht mehr lebt. Frau Hoffmann habe ich sie genannt in dem Buch. Ich habe ihren Namen geändert. Warum ich sie Frau Hoffmann genannt habe, weil sie mir irgendwie Hoffnung gegeben hat immer, indem sie, ich weiß nicht, wie alt sie war, bis sie gestorben ist. Das wusste ich nicht. Ich habe das nur nach ihrem Tod erfahren, weil sie bis vor ihrem Tod, bis circa 3 Wochen war ich bei ihr vor ihrem Tod, mir nie verraten hat, wie alt sie war. Immer als ich sie gefragt habe, Frau Hoffmann, wie alt sind Sie, dann sagte sie, das fragt man nicht bei uns, insbesondere eine Dame. Und da habe ich das nicht verstanden und ich hatte das immer das Gefühl, sie hatte Angst vor dieser Frage, sie hatte Angst vor dem Alter. Und bei uns ist das Gegenteil. Menschen freuen sich, wenn sie älter werden, wenn sie auch ihre Kinder neben sich haben, 10 Kinder, 5 Kinder, 7 Kinder, 8 Kinder, 12 Kinder. Und dann werden diese Menschen sozusagen irgendwie verwöhnt jetzt. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, die Menschen, das Gegenteil, haben Angst vor dem Alter. Sie werden einsamer. Einige von denen werden in einem Altenheim leben. Und als ich dann Frau Hoffmann gefragt habe, Frau Hoffmann, warum leben Sie in diesem Haus? Sie lebt in einem riesigen Haus, 3 Etagen und alleine. Ich habe sie gefragt, warum leben Sie denn alleine in diesem Haus? Sie lebt in einem Stadtteil, also in Hamburg, in einem reichen Stadtteil, das ist in der Nähe von der Alster. Und dann meint sie, ich mag mein Leben. Und ich hatte das Gefühl, okay, sie ist sehr wirklich, also sie mag ihr Leben, aber das wäre zum Beispiel fast gar nicht, also fast nichts für meine Eltern. Meine Eltern wären oder würden sich dann irgendwie sich das Leben nehmen, wenn sie so, solches Leben auch führen müssten. Wenn sie alleine in einem Haus, in einem riesigen Haus sind, ohne Enkelkinder, ohne Kinder und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, wie Frau Hoffmann das empfunden hat. Aber wie gesagt, sie hat dann mir erzählt, dass ihre Kinder in der Nähe, also 2 Straßen entfernt von ihrem Haus leben. Und dann brauchte sie mich. Sie hat mir immer Geld gegeben für 1 Stunde, einmal in der Woche war das, damit ich mit ihr entweder spazieren ginge oder damit ich mit ihr einkaufen erledigte. Und da habe ich mich gefragt, ihre Kinder leben ja hier, warum machen sie das mit ihr nicht? Und als ich dann mit ihr immer spazieren gegangen bin, hatte sie mir immer gesagt, oder heißt, sie war ja, warum sie mich brauchte, weil sie Unterstützung beim Gehen brauchte. Sie brauchte keine Unterstützung beim Gehen. Also sie ist immer alleine gelaufen, ohne meine Unterstützung. Ich hatte das Gefühl, dass sie eher Redebedarf hatte. Und dann haben wir immer geplaudert und immer wenn ich an diese Zeit mich erinnere, bekomme ich irgendwie ein komisches Gefühl, aber ein schönes Gefühl. Und zwar, dass ich von dieser Dame viel über Deutschland auch gelernt habe, durch diese Gespräche, Unterhaltungen. Und was mir auch aufgefallen ist und auch als Kulturschock für mich war, wie die Menschen hier sich oder der Umgang mit den Haustieren. Weil die Menschen hier in Deutschland haben ja, oder sprechen die meisten, die Haustiere haben und ich sie kennenlernen durfte, haben mit den Haustieren, mit ihren Haustieren gesprochen, als ob sie mit normalen Menschen sprechen. Da musste ich ja an meine Mutter auch denken, in Syrien, in Aleppo, wie sie das gemacht hat. Wir hatten auch Haustiere in Syrien und wir liebten unsere Haustiere. Meine Mutter liebte auch ihre Haustiere. Wir hatten aber weder Katzen noch Hunde. Wir hatten Ziegen in Aleppo, in der Stadt, am Rande der Stadt. Und meine Mutter hat ja mit den Ziegen, hat immer versucht zu kommunizieren, aber nicht zu reden, als ob sie mit einem normalen Menschen reden würde. Und das war für mich irgendwie interessant auch zu beobachten. Und vielleicht, da wir bei dem Thema sind, würde ich auch gerne noch ein kleines Beispiel erwähnen, das ich in Berlin erlebt habe. Ich habe ja circa 6 Monate in Berlin gelebt, wo ich auch die Sprache bzw. Sprachkurse absolviert habe. Und ich wollte ja nebenbei arbeiten und dann mich auf einer Webseite eingemeldet, wo es Minijobs angeboten werden für Studierende, für Deutschlernende. Und ich dachte, okay, da ich in Syrien als Kindertherapeut gearbeitet habe, kann ich dann mit Kindern hier umgehen. Eines Tages bekam ich eine E-Mail von einer Dame. Dank Google Übersetzer habe ich verstanden, sie bräuchte jemanden, der sich um Leo kümmert für 2 Stunden.
ich habe den natürlich den Angebot, das Angebot angenommen, diesen Job angenommen und dann war ich bei ihr. Und da habe ich auch, konnte ich auch die Eindrücke, die ersten Eindrücke, Einblicke hier in diese hiesige Gesellschaft gewinnen können. Auf jeden Fall, irgendwann landeten wir, also die Dame und ich landeten in der Küche, aber ich wollte mehr das Kind sehen, weil ich ja 2 Stunden mit diesem Kind in dem Haus verbringen wollte, mit ihm vielleicht spielen wollte. Und ich dachte, okay, ich kümmere mich um ihn, um das Kind und dann kann ich auch von ihm ein paar Wörter vielleicht lernen, Deutsch lernen. Ne? Und interessanterweise, als wir in der Küche waren, sie zeigte mir ja, wo das Waschbecken ist und so weiter und so fort, zeigte mir auch mit dem Zeigefinger auf den Boden, auf ein Schüsselchen und sagte, wenn Leo Hunger hat, darf er davon essen und trinken. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und da sah ich dann Leo auf 4 Beinen reinkam in die Küche und in dieser Zeit, bis jetzt auch manchmal, habe ich ja Angst vor Hunden. Aber ich habe mich gar nicht getraut, hier irgendwas zu sagen. Das war mir so peinlich und unangenehm. Auf jeden Fall musste ich 2 Stunden mit dem Hund in einem Haus verbringen. Und die Frau hat ja mit dem Hund auch so gesprochen. Und alles, was sie zu dem Hund gesagt hatte, habe ich ja verstanden. Und das war für mich auch Kulturschock. Ich dachte wirklich, dass ich jetzt mich um ein Kind, um Leo, um einen Sohn, also um den Sohn der Frau kümmern sollte für 2 Stunden. Aber scheinbar, Hunde werden auch wie Kinder hier behandelt. Das ist gut so, finde ich. Ich glaube, ich habe ja angefangen, von den 2 Welten zu erzählen. Ich glaube, es ist nicht einfach. Ich muss dann die Themen genau nennen und dann sagen, ob ich sozusagen in dieser Hinsicht Deutsch oder Syrisch, Deutsch oder Arabisch, ne? Zum Beispiel, was das Thema Haustiere und sowas betrifft, ich glaube, ich bin immer noch Syrisch. Ich habe noch nicht das gelernt und ich habe mir das nicht auch bei, niemand hat mir beigebracht vielleicht, wie ich dann mit Haustieren jetzt rede. Aber was das Thema zum Beispiel Pünktlichkeit, das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Und was das Thema auch das System und so weiter und so fort hier in Deutschland. In dieser Hinsicht bin ich eher deutsch geworden, weil das auch, um ehrlich zu sein, auch mein Ziel oder mein Traum, und das war der Traum auch der vielen Menschen, insbesondere diejenigen, die studiert haben in Syrien. Unser Traum war, dass wir bessere Infrastruktur haben, dass wir ein besseres organisiertes System, ein bisschen organisiertes System vom Staat, meine ich, haben. Wie zum Beispiel, als ich in Deutschland ankam, war ich an einer Haltestelle nach ein paar Wochen und dann habe ich mir den Fahrplan angeguckt und ich dachte, ist das wirklich ernst, was hier geschrieben ist? Meinen Sie das ernst? Wie kann sein, dass der Bus um 9.03 Uhr hier ankommt an dieser Haltestelle und um 10.12 Uhr werde ich mein Ziel erreichen? Das habe ich am Anfang nicht geglaubt. In Syrien hingegen, man hat, also in meinem Syrien jetzt, in vielen auch Stadtteilen in Syrien, in Aleppo, es gibt keine Haltestellen. Man weiß nie, wann der Bus kommt. Man weiß nie auch, wann man sein Ziel erreicht, wann man an seinem Ziel ankommt. Und da frage ich mich, wie haben wir das als Schüler, als Studenten an der Uni denn geschafft? Diese Frage kann ich mir bis jetzt nicht erklären. In dieser Hinsicht bin ich eher deutsch geworden, wenn ich manchmal jetzt an irgendeiner Bushaltestelle oder an der U-Bahn-Station stehe und der Zug verspätet sich oder durch Deutsche Bahn, dann werde ich ein bisschen nervös. Und interessant, das ist wirklich sehr interessant, wie der Mensch sich auch sich anpasst, schnell auch anpasst und sich auch daran gewöhnt. Was das Thema nochmal System betrifft, meine ich mit Anträgen und sowas, wir kennen das ja in Deutschland, die Bürokratie. Wenn man einen Antrag stellen möchte, dann muss man einen Antrag auf diesen Antrag stellen. Aber ich genieße das, um ehrlich zu sein, insbesondere, wenn mein Antrag abgelehnt wird. Natürlich ist es nicht so, das ist nicht ironisch gemeint. Natürlich, das schmerzt manchmal, insbesondere, wenn das Thema hier Aufenthaltserlaubnis betrifft, wenn das Thema die Zukunft betrifft. Und ich habe ja von vielen auch mitbekommen, wie schwer und was die Armen auch erleben müssen von Geflüchteten, wenn deren Anträge abgelehnt werden, ohne Grund manchmal, das willkürlich manchmal in einigen Behörden von einigen Beamten, leider. Das muss man auch ansprechen. Die positive Seite meine ich jetzt in dem, weil man hier das Recht hat, was auch dagegen zu tun. Ich habe das ja im Laufe der Jahre, in denen ich hier in Deutschland lebe, gelernt. Wenn ich einen Bescheid bekomme, dann lese ich erstmal nur den ersten Satz. Wenn da steht, sehr geehrter Herr Hamdo, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dann will ich auch den Rest nicht lesen. Das heißt, es hat geklappt. Egal, welchen Antrag ich gestellt habe, dann werde ich das feiern mit der Familie, mit den Angehörigen oder mit den Freunden. Aber wenn es im ersten Satz steht oder stünde, sehr geehrter Herr Hamdo, wir bedauern es, Ihnen mitteilen zu müssen oder mitzuteilen, dass ich werde nicht wie in Syrien, wenn ich in Syrien wäre, dann würde ich sofort irgendjemanden anrufen, meinen Vater fragen, meine Mutter fragen, ob sie jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der irgendjemanden beim Militär kennt, damit wir auch noch Geld sammeln können, damit wir ihm Geld zahlen, um irgendwas zu bekommen, was auch mein Recht ist. Aber hier in Deutschland, zum Beispiel in den europäischen Ländern, ich bin mir sicher fast in allen, hat man das Recht, hier in Deutschland zum Beispiel, man muss nur den Zettel einfach umdrehen und den letzten Absatz auch lesen. Und da steht, Sie haben das Recht, binnen von 7 Tagen zum Beispiel einen Widerspruch einzulegen. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, ein Privileg für mich selbst, weil ich die andere Seite kenne. Und ich versuche das immer auch zu erzählen, auch den Deutschen hier, weil, und das nenne ich Demokratie, das nenne ich Rechte. Weil für die Menschen hier, für die meisten Menschen, das ist selbstverständlich. Aber das kann auch sehr schnell weggehen, glaube ich.